Die Elektromobilität steht in den Startlöchern. Damit sie aber tatsächlich Fahrt aufnimmt, muss eine wesentliche Voraussetzung erfüllt sein: ein funktionstüchtiges Netz. Die Firma Keber mit Sitz in Österreich zählt zu den großen Produzenten von Stromladestationen, der sogenannten Wallbox. Was muss solch eine intelligente Wallbox können? Welcher Standard muss gelten für eine grenzenlose Elektromobilität? Und welche Voraussetzungen muss der Gesetzgeber schaffen, damit auch im privaten Raum die Infrastruktur wachsen kann? Unser Thema. Mein Name ist Ralf Czepanski. Willkommen bei The Business Debate. Andreas Plotz, hat Elektromobilität ein Reichweiten- oder ein Infrastrukturproblem? Meiner Meinung nach weder noch. Der Großteil der Bevölkerung legt im Alltag Distanzen von 40 Kilometern zurück, hauptsächlich zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsplatz. Und die Reichweiten der heute verfügbaren Elektroautomodelle haben schon heute 200 bis 500 Kilometer. Und das ist für die Distanz schon ausreichend. Ich selbst fahre seit 3 Jahren Elektroauto und ich habe die Erfahrung gemacht, man muss hier einfach umdenken. Man war es vom Verbrenner gewohnt, man fährt zu einer Tankstelle und wartet den Tankvorgang ab und setzt dann die Fahrt fort. Das Elektroauto nutze ich ganz anders, vielmehr wie ein Smartphone. Das stecke ich auch nicht an und warte dann, bis es vollgeladen ist, sondern ich lade es dann, wenn ich es gerade nicht brauche. Und übertragen aufs Elektroauto heißt das, wenn das Auto parkt und ich es ohnehin nicht nutze, dann stecke ich es einfach an. Und ich sage immer, das Laden dauert 2 Sekunden, den Stecker nehmen und ein Fahrzeug anstecken. Mein Auto steht mehr als 23 Stunden am Tag und da habe ich ausreichend Zeit, die verfahrene Energie dann wieder nachzuladen. Was dabei ganz wichtig ist, ist zumindest ein fixer Ladepunkt, entweder am Arbeitsplatz oder am Wohnort oder am besten an beiden Orten. Aber auch derjenige, der auf Elektromobilität setzen will, kann dies ja nicht einfach tun, wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt. Das ist richtig. Auch ich musste für meine Ladestation zu Hause bei einer Eigentümerversammlung die Zustimmung aller Parteien einholen, um die Ladestation errichten zu dürfen. Das ist in Norwegen bereits ganz anders. In Norwegen sind heute schon 60% aller neu gekauften Autos Elektroautos und dort hat jeder Bürger ein Recht auf eine Wallbox. Man kann mit der Wohnung einen Parkplatz schon mit Ladestation mitkaufen. Dort sind schon ganze Parkdecks mit Ladepunkten ausgestattet. Das bringt natürlich ganz neue Anforderungen mit sich. Man braucht hier einen Ladeverbund mit dynamischem Lastmanagement, wo die verfügbare Energie auf die Ladepunkte aufgeteilt wird, wo eben gerade ein Fahrzeug angesteckt ist. Bei all den Wettbewerbern, die ja derzeit auf den Markt drängen, gibt es da Absprachen, eine Norm oder versteht jeder unter Smart etwas anderes? Wir bei Keber verstehen unter Smart, dass unsere Stromladestation nicht nur laden kann. Wir sehen sie als Kommunikationszentrale zwischen dem Fahrzeug auf der einen Seite und einem nachgelagerten System auf der anderen Seite. Wir kommunizieren mit dem Fahrzeug, aber auch mit einem Energiemanager. Das kann ein Smart Meter sein, eine Smart Home Steuerung oder auch ein Photovoltaikwechselrichter. Was dabei ganz wichtig ist, ist die Sicherheit. Es ist hier nicht ausreichend, an einer Haushaltssteckdose zu laden. Durchschnittlich verdoppelt sich der Stromverbrauch mit einem Elektroauto und dann wäre das so, als würde ich das Nachbarhaus bei mir in der Garage an meine Haushaltssteckdose anschließen. Da empfehlen wir ganz dringend den Einsatz einer Ladestation. Unter Smart verstehe ich aber auch, dass man den Strom nachhaltig erzeugt, das heißt Sonnenenergie direkt ins Fahrzeug lädt, am besten dort, wo es tagsüber steht. Und wir glauben, Elektromobilität kann hier wirklich einen Wendepunkt einleiten in der Energiewende, weil das hat bisher gefehlt, diese großen Speicher. Und die Elektroautos sind große Speicher. Das heißt, ich glaube, Elektromobilität leistet einen Beitrag zur Energiewende und zu einer grünen Zukunft. Wer ist denn aus Ihrer Sicht in der Pflicht, diesen Standard zu setzen? Einige Standards haben sich schon entwickelt, speziell für Ladepunktbetreiber. Dahinter gibt es schon Roaming-Plattformen. Das funktioniert ähnlich wie in der Mobilfunkindustrie. Ich glaube, für das Management der Energieströme würde sich die Blockchain-Technologie gut eignen. Hier gibt es aber derzeit noch keinen Standard. Aber um Ihre Frage zurückzukommen, wer ist in der Pflicht? Aus meiner Sicht die Stakeholder in diesen Bereichen. Das ist die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft und auch wir als Hersteller von Ladestationen. Wenn diese Probleme gelöst sind, wie sieht denn die Mobilität der Zukunft im Idealfall aus? Im Idealfall sehen wir mehr Mobilität bei weniger Verkehr. Wir glauben, Mobilität wird sich wandeln. Sie wird vielfältiger werden. Man sieht schon heute an den E-Scootern, die kommen, Carsharing-Modelle, bis hin zu autonomen Bussen, autonomen Autos, bis hin zu Flugdrohnen. Zukünftig wird man einfach am Smartphone über eine App einen Zielort eingeben, bekommt dann eine Auswahl verschiedener Alternativen und sucht dann die beste für sich aus.
Diese Sharing-Modelle machen die Mobilität günstiger, es gibt weniger Verkehrsaufkommen, weniger Parkflächenbedarf und am Ende des Tages führt es zu einer besseren Luftqualität. Können Sie denn verstehen, dass Autofahrer derzeit sagen, ach, das warte ich alles mal noch ab? Ja, Czabanski, das kann ich sehr gut verstehen. Zurzeit sind die Elektroautomodelle mit einer Reichweite um 500 Kilometer noch sehr teuer in der Anschaffung. Aus dem Grund sind erst 2-3% aller neu gekauften Autos Elektroautos. Aber wir sehen hier einen Wendepunkt nächstes Jahr. Da kommen die ersten Modelle auf den Markt, die auch eine entsprechende Reichweite haben werden und um die 30.000 Euro kosten werden. Und ich glaube, dann ist Elektromobilität wirklich eine Alternative für viele Menschen. Dennoch wird es die nächsten Jahre noch ein Nebeneinander geben zwischen Verbrennungsmotoren und Elektroantrieben. Bei einem Punkt bin ich mir aber ganz sicher, Elektromobilität macht nur dann Sinn, wenn ich den Strom dafür auch aus erneuerbaren Energiequellen gewinne. Weil saubere Autos brauchen sauberen Strom. Andreas Plotz, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.